So, verehrte Zuschauer, hier in der Sterbehalle, ich möchte erst um etwas Ruhe bitten für unser heutiges Trainergespräch. Ich hoffe, ich bin überall gut zu verstehen. Ich nehme das Mikro ein bisschen weg. Also vielen Dank vorab für eure Ruhe. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Trainergespräch. Dritte Halbzeit Bundesliga Staffel Süd spielt TSV Heilbronn-Horchheim gegen die Junglöwen, die Rhein-Neckar Löwen 2. Halbzeitstand 17:18, Endstand 29:33 für unsere Gäste. Zu meiner Rechten Alexander Hosser, der Gästetrainer, zu meiner Linken Dragos Orea. Alexander, dir zuerst Gratulation zum Sieg und bitte deine Stimme zum heutigen Spiel. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche und schönen guten Abend zusammen. Vielen Dank auch für euer faires Verhalten heute. Ich fand es wirklich ein tolles Handballspiel, was ihr und wir heute hier in der Staubehalle gesehen haben. Wir haben uns gut vorbereitet. Heukheim hat ein richtig tolles Spiel in Pforzheim gemacht mit ganz, ganz viel Tempo, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Wir wollten da von Anfang an dagegenhalten mit unseren Jungs. Das ist uns gelungen. Und ja, dann lief es heute einfach. Mats Grube hat im Tor super gehalten, 7 gegen 6 ist gelaufen. Auf der Rückraummitte Lennart Kamenbauer als A-Jugendlicher macht ein Top-Spiel als Spielmacher. Und ja, jetzt geht die Serie bei uns weiter. Das war ja heute der entscheidende Punkt, wer verliert seine Serie. Und ich bin natürlich glücklich, dass wir die Serie ausbekommen. Alexander, vielen Dank, du hast gerade schon angesprochen. Dragos, wir haben auch eine tolle Serie hinter uns, 5 Siege in Folge, ein toller Auswärtssieg. Dem Pforzheim heute hat es leider nicht gereicht, die Serie ist gerissen, aber ich denke, mir lasse der Kopf nicht hängen. Deine Stimme zum heutigen Spiel. Erstmal schönen guten Abend, Glückwunsch der Rhein-Neckar Löwen und Alexander zum heutigen Sieg. Ja, es wäre, glaube ich, fatal, hier vorne zu stehen und anzufangen, nach dem Saisonverlauf alles in Frage zu stellen und irgendwelche Sachen hier vorlabern. Es war so, dass wir in dieser englischen Woche sehr, sehr harte Spiele hatten, sehr harte Gegner hatten. All diese Siege, die wir bis jetzt eingefahren haben, es waren keine selbstverständlichen Siege. Und jetzt innerhalb einer Woche 3 Spiele zu absolvieren und mit viel Tempo, es war ein bisschen von der Kraft her ein bisschen schwierig. Wir haben ein absolut gigantisches Spiel in Pforzheim geliefert, sowohl in Deckung als auch in Angriff. Und es war klar, dass natürlich die Erwartungen nicht nur von außen, sondern auch von uns als Team, als Spieler, dass die Erwartungen hoch sind und dass wir in so einem Spiel hier hoch motiviert reingehen. Eine kurze Erklärung und einfache Erklärung nach so einem Spiel ist, die Wurfquote, die Wurfausbeute war nicht so gut wie die letzten Spiele. Wenn ich sage in Pforzheim, unser Rückraum, die haben überragend gespielt, Oskar Neudeck 17-4, Nick Fröhlich 13-9, Luis Mönch 6-5, also es sind überragende Quoten und natürlich wollen sie auch auf diesem Level bleiben, geht halt nicht immer, aber wie ich schon von Anfang an gesagt habe, wir befinden uns auf einem sehr guten Weg und wir werden uns von Niederlagen auf jeden Fall nicht abschütteln lassen und wir werden uns jetzt gezielt auf diese auf jeden Fall in Sachen Regeneration auch was machen, weil es nicht, wie gesagt, nicht so einfach war. Ich freue mich, dass Niklas Matusik auf jeden Fall zurück ist, dass wir auf jeden Fall auch mehr Möglichkeiten in der Deckung haben und wir werden nächste Woche nicht nach Fürstenfeldbruck fahren und sagen, wir haben nichts zu verlieren, sondern wir werden dahin fahren und 2 Punkte nach Horchheim zu holen. Danke. Vielen Dank für die Worte. Ich bitte noch mal etwas kurz, noch mal etwas Ruhe. Alexander, du hast schon die Mannschaft diesen Sommer übernommen. Wir kennen dich von Pforzheim-Eutingen. Übrigens nächste Woche bei euch in Gronau der nächste Gegner. Ihr seid schwer in die Runde gestartet mit 5 Niederlagen. Ich denke, da war der Druck auf dich als Trainer im ersten Moment schon etwas groß. Wie fühlt man sich da? Jetzt natürlich viel besser nach 5 Siegen in Folge, oder?
Ja, der Druck war natürlich da und er wurde nicht kleiner durch die Vergangenheit. Die Mannschaft, auch wenn sie letztes Jahr ein anderes Gesicht hatte, ist Drittligameister geworden. Ein paar Spiele haben wir heute davon gesehen. Die A-Jugend wurde Deutscher Meister und da ist der Druck natürlich hoch. Trotzdem ist es so, dass einfach eine neue Mannschaft Zeit braucht, bis die Zahnrädchen ineinander greifen. Wir haben es jetzt einfach geschafft, einen gewissen Stamm mit Robert Timmermeister, mit Ilja Scholtes, auch mit Vali Klarius, da zu haben, die jetzt Woche für Woche ihre Leistung bringen. Und dann nehmen wir Jungs aus der A-Jugend dazu oder Jungs, die in der zweiten Reihe standen und die machen aktuell auch ihren Job. Und so kommen jetzt die 5 erfolgreichen Spiele zustande. Aber ja, der Druck war hoch, da muss man sich erstmal als Mannschaft zusammen rausfinden. Uns war aber klar, dass wenn wir arbeiten, dann werden wir irgendwann belohnt. Und deshalb sind wir jetzt glücklich, dass es die letzten 5 Spiele auch gut geht. Alexander, ja, auch nochmals von meiner Seite aus Glückwunsch auch, denke ich, heute zum verdienten Sieg. Du hast gesagt, ihr empfangt nächste Woche Pforzheim-Eudingen. Also für dich mit Sicherheit ein sehr, sehr besonderes Spiel. Dragos, du hast gesagt, wir fahren nach Fürstenfeldbruck, wollen dort was mitnehmen. Regeneration steht ein bisschen vielleicht im Vordergrund diese Woche oder werden wir hart trainieren müssen? Wir trainieren immer hart. Ja, in diese englische Woche, da war sehr wenig Zeit. Ich hätte den Jungs gerne ein bisschen freigegeben, aber wir haben die... Malte und ich haben die Trainingsintensität so dosiert, dass wir auf jeden Fall top vorbereitet sind. Und ich kann überhaupt gar kein Spieler heute irgendeinen Vorwurf machen, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen wollten oder nicht drehen wollten. Wenn ich überlege, bei 22-25 Überzahl, vier verworfene Bälle bzw. falsche Entscheidungen und bei 27-29 auch nochmal sind wir wieder im Spiel, also da ein bisschen cleverer in den Abschlüssen und in den Entscheidungen und wir sind wieder im Spiel und ich bin mir sicher, dass wir das Spiel gedreht hätten. Es ist jetzt nicht so, wir werden uns, wie gesagt, die Trainingsintensität auf jeden Fall so anpassen, dass wir am Samstag performen können. Danke, vielen Dank. Dann darf ich an der Stelle auch nochmal vielen Dank sagen an ein tolles Publikum, an eine tolle Halle. Wir hatten heute ca. 400 Zuschauer in der Halle und ich würde mich natürlich freuen, ich greife jetzt mal kurz voraus, am 19.11. haben wir hier das Derby gegen Oberweiler Backnang und dann wollen wir hier die Hütte wieder zum Ritter bringen und dann werden wir hoffentlich dieses Spiel erfolgreich für uns gestalten. So, mir verbleibt jetzt noch Ihnen kurz die Endergebnisse des heutigen Spieltags zu verkünden. Und da sind doch die eine oder andere Überraschung dabei. Pforzheim gewinnt daheim gegen Baden-Baden 25-23. Also Sie sind gewappnet mit einem Sieg, kommen zu euch nächste Woche. Oftersheim-Schwetzingen unterliegt daheim der SG Leutershausen, unserem Gegner, mit 22-25. Salamander Kornwestheim gewinnt hoch mit 47-39 gegen Neuhausen-Fildern und Köntringen-Tenningen unterliegt daheim Fürstenfeldbruck mit 27-33 und jetzt ein Überraschungssieg für Wildstedt 31-29 gegen Oppenweiler. So, Alexander, das sind die überraschenden Ergebnisse. Ich schaue mal kurz auf mein Handy. Für die, was interessiert, unsere Damenmannschaft, Nationalmannschaft spielt im Moment gegen Polen. Hier Spielstand kurz vor Schluss 22-22. Alexander, dir und deiner Mannschaft, euren Fans, den guten Nachhauseweg. Wir freuen uns dann aufs nächste Jahr, wenn wir wieder zu euch kommen. Da wollen wir uns versuchen zu revanchieren. Also dir und deiner Mannschaft alles Gute. Dragos, dir eine gute Fahrt und 2 Punkte im Fürstenfeldbruck. Bleib gesund und wir sehen uns dann spätestens am 19.11. zum Derby wieder hier in der Halle. Also an der Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich komme jetzt gleich. Ich komme.